Quack, quack. Dup-dup-dup-dup-dup-dup. Oh, Onkel Scrooge, wir haben dieses Stück Papier in einer Höhle gefunden. Es sieht aus wie eine Schatzkarte. Guck nur, sie sagt, dass der von MacDuck der Schatz da liegt. Ja, ja, großer Onkel Fergus muss haben irgendwas in Teile zerrissen und versteckt ihn über ganze Welten. Haha, das sage ich dir. Mit der roten Mütze. Ja, ja, kleiner, spuck auf meine Hose und zieh mir die Schuhe aus. Wir holen uns den Schatz. Haha, da, da, da. So. DuckTales, 2 per Start, Disney Funk Royal spielt DuckTales, kleine Händchen, die rumhüpfen, DuckTales, okay, Start, ja, difficult, wir nehmen easy, normal, difficult, schwer, also für die Sprachlegastheniker unter euch, easy, einfach, normal, normal und difficult, schwer. Wir nehmen normal, da. Und es geht los. Oh, der hier, Mr. Quacko Populus, wie auch immer er heißt. Oh, wohin soll's denn gehen? Nee, wohin soll's denn gehen, ist das gut? Nein, die Stimme passt nicht. So, wo waren wir denn? Ach so, wir haben Niagara, Bermuda, Ägypten, Mu, die Insel und Schottland. Und da sind wir auch gleich, hier kann ich eine Pflanze einsammeln, da ein Wassertropfen, da ein Schwert, da eine Steintafel und da eine Blase mit Feuer drin. Ja, die Logik ist verblüffend. Wir holen uns einfach die Blume. Das ist Niagara-Fluss. Nee, das ist Niagara-Fluss, wenn du da, was ich, du, man kommt da hin, wenn du von Baum zu Baum springst. Ja, Legenden sagen, die Fabel, der fabulöse Kristallblume, das Blumen oder 1000 Jahre, ganz am Ende vom Wasserfall. Also pass auf, Flintert Glomgült, was ist los? Avada Kedavra ist auch hinter dem Kristall her. Wer auch immer Flintert Glomgült ist, wir machen ihn platt. Vielleicht ist unser Freund, aber wir wissen nicht. Willst du dahin gehen, Onkel Scrooge? Ja, A, nein, B, oh Gott, A. Ja, gut, A ist der andere Knopf. Oh, das ist der Niagara-Fluss, ich erzähle was völlig Neues, bla bla bla. Legenden haben A. Und der Flintert... Do you? Yes. Haha, jetzt geht's. Oh, guckt euch das an. Und keine Zeit. Oh mein Gott, wir haben keine Zeitbeschränkung. Das heißt, ich kann hier einfach rumhüpfen und gucken. So, wir sind hier dieser lustig umherspringende, quirlige, kleine, rote Enterich. Erpel, der ist schon fast. Und wir können mit unserem Pogo-Stock so Pogo machen. Ach, was ist das? Ein Frosch. Tot. Oh, okay. Gut, wir haben mal gleich hier Geheimnisse entdeckt. Die Pflanze sieht böse aus. Gehen wir rüber. Hallo, Fräuchi Porchi. Ja, ich bin der Beste im Spiel. So, wie komme ich daran? Weg mit... Nicht dir. So rum. Was soll denn das jetzt? Da kann ich auch nicht durch? Ich kann ja gar nichts. Was ist hier? Ja, und da ist Hui, Dui oder Louis oder wie auch immer die heißen. Oh, passt auf deine Schritte auf, Onkel Scrooge. Der Gyro hat hier, ganz schön rutschige, Raft, na hier, Floße. Ach nee, ein Rubber Raft, ach nee, also ein Schlauchboot für mich gemacht. Ah, um es zu bewegen, musst du mit A drücken. Ja, danke. So, dann gehen wir mal nach unten. Dab, dab, da, denn dieses Spiel macht bestimmt viel Spaß. So, genau, wir können mit unserer, also, ich erkläre erstmal das Spiel für die kleinen, Leute, die noch nichts kennen. Was? Warum kann ich denn gar nichts? Rüber. Nee, toll. Warum kann ich das nicht machen? Das ist eigenartig. Also, wir können normal springen auch hier so. Was ich aber, glaube ich, nicht einmal oder doch vielleicht ein paar Mal einsetzen werde, aber selten. Dann haben wir halt mit der anderen Taste den Sprung. Wenn ich die gedrückt halte, dann macht er das immer weiter und immer weiter. Wunderschöne Erneuerung. Unsere Aufgabe ist es, anscheinend Schätze zu finden. Und das bringt nichts. Und wir können halt wie ein Golfschläger unseren... Ah, oh, was war das? Ach, nö. Ach, toll, dann hätte ich da mal auch an das Eis rankommen können. Ich Eis, ey. Das war alles? Ich hab das Mördergeheimnis entdeckt. Ihr verarscht mich doch. Naja, wir gehen weiter. Und dann nach oben. Wow. Ja, festhalten, du nicht musst. Komm her, komm her. Mauli. Ja, nee, Mauli. Ja. Oh, oh. Hier, kommt er wieder. Und jetzt. Gut. Gut. Und ich will aber, ich brauche jetzt ein Zitroneneis. Hallo, Schwester. Anki Scrooge. Gyro ist gefangen irgendwo in ein, wo, in einer Höhle, wo Felsen davor gestürzt sind. Du musst ihm daraus helfen. Ja, mache ich vielleicht, wenn ich wüsste, wer Gyro ist. Wer ist Gyro? Hab ich noch nie von gehört. Gyro, Twister, da, was ist das denn? Das ist das Schlauchboot, ey, aber da ist noch eins. Okay, ich will erstmal ein Eis haben.
Zitroneneis mit Marmelade. Scheiße. So, ja, wunderbar. Ducken? Ist das Gyro? Heißt der Gyro oder was? Ja, anscheinend, oder? Oh, danke, Ali. Ah, Dankbonk ist gut. Hier, nimm diesen Eisenadapter. Da, du kannst ihn benutzen und bei Sachen, die eigentlich nicht zerbrechen würden. Mit einem normalen Pogo-Jump. Ach nee, das heißt wirklich Pogo-Jump? Wo ist er denn? Muss ich ihn auswählen? Oh, Power-Item. Naja, Select-Item. Ja, das klappt nicht. Was ist denn das? Ich kann es nicht auswählen. Gut, gehen wir weg hier. Na, und wieder ducken, weil ich möchte nicht riskieren, jetzt schon zu sterben. Der Sprung reicht ja aus. Oh Gott. Okay, noch mehr. Okay. Nein. Gut. Das war... Na, knapp war das, aber wir haben das ja geschafft. Und du auf die andere Seite. Was geht denn hier ab? Jetzt kommt Wasser von oben. Was soll das denn? Ja, toll, das, lustige Spieler nochmal von vorne, denn... Was? Im Ernst? Nee, also... Nee, warte mal, Moment mal, aber ich meine, die Schatztruhen sind weg, aber... Ich habe aber 0 Punkte. Was soll das denn? Hey, was macht er denn da? So, weg hier. Also, jetzt kann ich aber das hier kaputt machen. Ah! Mal gucken, ob wir hier... Ja, Nummer 1. Und gib mir noch einen großen... Ja, mehr Edelsteine für mich, denn ich bin total reich. Und ich brauche... Ja, da, was... Da, pass auf, dein Onkel... Na, weg mit dir. So. La, jetzt von unten. Das ist noch viel zu lean hier. Das bringt nichts. Toll. Gib her. Gib... Nix. Onkel Dagobert. Ja, ich meine, jeder sollte eigentlich die Geschichte der DuckTales kennen, der Familie Duck. Was zum... Kann man damit auch klein springen? Moment, ich muss ja mal gucken. Ja, kann man. Oh Gott. Okay, das muss ich jetzt mal geschickt einsetzen. Ja, ist ja auch wie immer mal die erste Runde. Ja, toll, hey, geschickt eingesetzt. Wow, Funk. Ah, ja, gut, oh Gott. Was war das? Okay. Maulwurfi, komm im richtigen Augenblicki. Nämlich jetzt sie, das war Dovi. Nein, das war auch Dovi. Mada, das war tot. Das war der Tod. Ja, ich habe noch einen Versuch, ich bring mich um. So, toll. Ich habe einen zu schwierigen Schwierigkeitsgrad für mich gewählt. Nämlich den normalen DuckTales. Da, die DuckTales. Oh, wer willst du hin? Ja, komm, jetzt, wir machen die Welt zu Ende. Ja, Nicaragua, total spannend, denn da bla bla bla. Ja, ich will da bla, danke. Dab, oh, eine Wasserwelt hab ich noch nicht gesehen. Dab. Nee, da unten 1000 für mich. Ja, und ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt darum geht, hier so viel einzusammeln wie möglich. Ich glaube nicht. Es geht im Endeffekt, glaube ich, einfach nur darum, die Schätze einzusammeln und dann ist gut. Mehr will Onkel Dagobert auch nicht. Ja, und natürlich ist der Pogo-Stab, die Eisenerweiterung für den Stab weg, aber... Ach, was soll's. So, nach unten, dann ging es erstmal hier lang. Wir holen uns das, naf. Hoch, das ist meins, sehr schön. Ah, ja, bisher sieht's schon mal aus wie ein ganz kleiner Walkthrough, so. Leute, ihr müsst das machen, um das zu machen. Ey, perfekt. Da. So, jetzt labern wir mit dir hier. Oh, mit der Onkel, bla. So, danke. Und mit dem Stock in dein Entengesicht hinein. Denn das ist so klein. Ich hab die Musik noch nicht drauf. Obwohl die Musik eigentlich ganz... Ja, ich mag diese NES-Musik. Die ist so schön. Die macht immer so... Na, das war ja schlau. Nein, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, weil der Zylinder an seinem Kopf festgeschraubt wurde. Ach nee. Da vergeht mir doch die Lust. Ja, das ist jetzt auch mal wieder sehr klug gewesen. Oh, hallo. Es war so klar, oder? Ey. Der Zylinder fällt nicht ab. Nein, wir fallen einfach runter in den Tod. Mal gucken, was so passiert. Ah, wir können einfach so runterknallen. Oh, das erleichtert mir auch einiges. So, weg mit dir und weg mit dir. Dafür kriege ich keine Punkte. Warum eigentlich? Hallo, ich will nicht mit dir reden. Geh weg, kleines Mädchen. Danke.
Ich meine, ansonsten im realen Leben immer alle kleinen Mädchen gerne können mich anschreien. Nein. So, wir ducken uns, weil da wären wir ansonsten Husten nicht lang gekommen. Was soll das denn? Ja, das macht Spaß, dem Onkel Funk so zuzugucken, wie er mit Onkel Dagobert da so eine Kacke baut. So, weg damit und jetzt gib mir Item. Ja, bla, danke, geroffelt. Da, roffel, Nagi, baff, so. Hier, aber wenn ich so mache, dann fällt der Hut doch. Guck doch mal hin, der Hut, der fällt. Ganz kurz. Der kommt so nach. Ah, so ein Scheiß. Ich gehe darauf jetzt nicht weiter ein. Gut. So, meins, meins. Danke. Weg damit und jetzt kommt was sehr Interessantes. Ich bin gespannt, wie ich das meistern. Ja! Und meins, 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 meins. Ab nach Mainz. So, nach oben. Weg damit und... Nein, ihr habt doch gedrückt. Ach, egal. Ja, so nehme ich.